Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Anna2GM, der Serie, in dem ich euch zeige, wie man Anna spielt, indem ich selber mit Anna von ja, null, einem komplett unranked Account auf GM climbe. Und dann wollen wir auch gleich loslegen. So, dann wollen wir mal Gibraltar, wunderschöne Map für Anna mit den langen Sidelines oder Sniper im Allgemeinen. Deswegen auch mal schauen, ob die Gegner eine Widow haben. Ne, die haben Genji und Soldier. Dank dem 2-2-2 reicht es eigentlich, wenn man einfach zwei DPS sieht. Und dann kann man schon darauf schließen, dass sie halt nur diese beiden DPS haben. Früher muss man ja trotzdem noch vorsichtig sein, ob die Gegner nicht doch noch eine Widow irgendwie haben als dritten DPS. Soldier sleeping, Soldier sleeping. Can you help me? 3, 2, 1, go. Nice. Kill the Vine here. Jemanden, der so out of position ist wie der Soldier, da immer versuchen zu sleepen und dann den einfachen Kill holen. Versucht da die Anna ein bisschen zumindest aus der Ruhe zu bringen. Ich meine, wer abgeschossen wird, der kann nicht mehr sich die Zeit nehmen und fast still stehen und aimen. Vines 118, nice. Aber da war das Sigma Schild vorher, vor der Anna. Da die Mercy können wir anti-healen. Ich mag es gern einfach auch mal eine Full HP Mercy zu anti-healen, einfach damit sie nicht wieder regenerieren kann. Mercy wait with healing. Ich lasse unsere Mercy heilen, weil ich habe mein Ultimate schon. Nur ein bisschen drauf achten, nicht dass jetzt deswegen jemand wegstirbt, weil die Mercy eben nicht heilt oder nicht genug heilen kann. We can look for a Nano Blade here. Genji, just give me a call when you want the Nano. Am liebsten habe ich es eigentlich, wenn die Genji selber sagen, wenn sie den Nano wollen, vor allen Dingen, wenn sie halt noch nicht komplett voll sind. Genji sleeping, leave him. Okay, just focus him down, ne? Ach, schade. Der Sleep, das war da. Aber der Winston hat schön weiter Linksklick drauf gehalten. Just reset here, don't use Blade. Just wait, they use a lot of ultimates, strong ultimates. Just wait and reset. Ganz wichtig, dass wir da Blade nicht mehr benutzen. Ich sehe, Genji da eben noch ist. Okay, Genji. Die haben nämlich ihre Sigma-Flux noch gewastet gehabt. Die haben keine Widow, keinen Sniper so gesehen, außer deren Anna, lul. Die jetzt auch ihre Nade gewastet hat, immerhin das konnte ich baiten. Hill me up here, kick, Mercy. Thank you. I bet miss me. We can wait here, or if we see a good opportunity, we can still go with Nanoblade. We can go, Genji. Die Ash ist dann nicht zentral als Win Condition. Deswegen können wir auch so schon Nanoblade benutzen. Reinhardt sleepen. Schade, die Anna snipe von da oben. Play around card here. Use card as heals. Only card heals. Wenn beide Supporter dead sind, am besten einfach um die Payload herumstehen. Da kriegt man minimal, aber immer noch besser als keine Heilung. Just play really safe here until we are back. Den Soldier oder die Mercy müssten wir da wegforcen können. Wenn ich die Möglichkeit habe, mich irgendwie so voll zu heilen, ohne wegflicken zu müssen, also so, dass ich immer noch den Soldier in dem Fall sehen kann, dann nutze ich einfach so eine Wand oder einen Türrahmen da. Da helfe ich den beiden mal mit meiner Nade, weil dann kann die Mercy den Genji auch stärker Burst healen und ihm dann schneller Damage boosten. Reaper ist 1 HP. Normalerweise würdest du da suiciden wollen und nicht wieder Reinhardt und Reaper noch reinlaufen, weil die staggern sich jetzt nur. Wir haben wieder 2 Kills und die Gegner müssen jetzt entweder 4 gegen 6 in den Kampf reingehen oder halt warten, bis die zurück sind. Und so haben wir schon mal gut Zeit gewonnen. Schöner Kill von der Ashe. Focus on Reaper hier. Reaper hat Ultimate. Der Genji hat leider nicht auf mich gewartet. Na, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr wirklich, ihn zu Nano boosten. Ich schaue einfach, dass ich ihn am Leben halte. Und ein Auge auf den Reaper hab. Den können wir sogar killen. Mercy's Rest können wir nicht sleepen. Haben die Reinhardt sich jetzt gerade gegenseitig geschattet? Und nur unser Shadow ist durchgegangen? Ich glaube, so sah das eben aus.
Sobald der Winston fertig ist mit seinem Primal, werde ich ihn Nano boosten. Oder ganz am Ende, damit er mir hier nicht wegstirbt. Primal Winston, da bringt der Nano relativ wenig, weil er kaum mehr Damage macht. Ich will eher die Gegner einfach ablenken. Bis hier können wir anti-healen. Und dann killen. I need some heals, Mercy. Danke. Und dann war das doch schon mal eine ganz solide Attack-Runde. So, zu Beginn hier schön auf den High Ground gehen. Das geht über den Weg da. Kennen die meisten wahrscheinlich schon aus dem Map-Spots-Guide. Wo der und noch viele andere Spots mit drin sind. Unser Reinhard hält relativ aggressiv da vorne. Also wenn man so weit vorne stehen will, dann ist es für gewöhnlich besser, wenn man zumindest um die Ecke dort spielen kann. Aber in dem Fall, wenn wir hier unten spielen wollen, ist in Ordnung. Ich werde das nicht ändern können. Aber was ich ändern kann, ist mein Positioning. Und deswegen jump ich hier erstmal runter. Sombra und Lucio Kills konnten wir schon mal mitnehmen. Ich muss ein bisschen auf die Widow achten. Aber ich denke, das sollte kein allzu großes Problem sein. Der Ash hat mich gerade ein bisschen erschreckt, dachte, das wäre die Sombra. Ja, ich werde ein bisschen Ausschau halten, ob ich die Sombra sehen kann. Wenn man eine Sombra sleepen kann, sollte das meistens ein Insta-Kill sein, weil sie halt komplett alleine auf dem Off-Angle irgendwie ist. Solange man den Follow-up von irgendwie einem Reinhardt, Ash oder sonst einfach irgendwer, der noch ein bisschen Damage dazugeben kann, hat. Oder wir holen einfach den Kill mit dem Schuss Nate Animation Cancel, der sehr praktisch ist, um sowohl Burst Heal als auch Burst Damage rauszuhauen. Ah, da kann ich leider nicht wirklich helfen. Ich werde mal auch auf dem Highground rotieren. Dann kann ich das nächste Mal unserer Ash da zum Beispiel helfen. Das Blade hätten wir jetzt noch nicht mehr gebraucht, deswegen werde ich den auf jeden Fall nicht Nano boosten. Mercy kriegen sie. Uff, das ist ein dicker Shadow. Schnell auf Distanz vom Reaper gehen. So, hier am Leben halten. Unser Reinhard ist sehr deep. Wenn er braucht, werde ich ihn Nano boosten. Na, das kriegen wir. Das kriegen wir so in dem Fight, I believe. Okay. Hier werden Ults so rausgehauen. Dann Nano boosten wir die Saya, kann sie schon mal wieder Ultcharge für ihre nächste Graph Farm. Immer ein Viertel haben wir wieder. Reinhard ist Anti One. Oh, die Mercy könnten wir da kriegen. Die ist auch One. Ah, knappes Ding. Help me here with the Reaper, please. Ich finde, unser Genji bladet immer ein bisschen, wenn der Fight schon won ist. Deswegen möchte ich ihn da auch immer nicht Nano boosten. Davon abgesehen, dass ich jetzt mein Nano gar nicht mal parat gehabt hätte. Mercy Kill können wir mitnehmen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich werfe meinen Nate rein, einfach für ein bisschen Fuel Charge. Und weil die Gegner eh erstmal resetten müssen, bis der Fight wirklich richtig wieder beginnt. Was ja noch nicht mal jetzt der Fall ist, habe ich meine Nate wieder. Weiß nicht, was der Lucio da vorhat. Reaper ist hinter uns, hat sich dahin teleportiert. Darauf werde ich achten, wegen Sleep Dodge. Es gilt für sowohl Pharah als auch hier in dem Beispiel Reaper. Wenn ihr wisst, die haben ihre Ult, schaut, dass ihr immer wisst, wo sie gerade sind, weil dann ist es deutlich einfacher, mit dem Sleep Dodge zu reagieren, als wenn man spontan erstmal schauen muss, wo ist die Person überhaupt. Jetzt wusste ich sofort, wo der Reaper ist und konnte ihn dementsprechend relativ einfach sleepen. Allerdings habe ich hier jetzt gerade kaum Hilfe, deswegen muss ich das 1v1 alleine machen. Help me please! Nein, der Nano-Boost wurde gecancelt, schade. Da ich das Last Fight ist, wollte ich einfach noch den Nano raushauen. Aber das hat ganz knapp nicht geschafft. Uff! Mit 1 HP ist der Genji unterwegs und er wird weggedynamited. Ah, die Saya, die packt das. Unsere beiden Tanks. Winnable, winnable. Ah, it's fine, you can soft reset here. Heal up and then we go back in. Winnable, winnable. Rush them. Rush the rope
die Ash am Leben halten, die da am Brennen ist. Ich möchte ein bisschen hochlaufen, aber ich bleib hier schön links nah an der Wand dran, damit ich halt nicht von der Ash zum Beispiel gesehen werde. I'm sleeping, Bob, leave him. Ja, ich versuche sehr weit im Voraus zu callen, wenn er trotzdem aufgeweckt wird, kann ich da auch nichts mehr gegen machen. Aber das war doch mal ein sehr, ja, dominantes Match, muss man sagen. Wir waren absolut am Spawn-Campen. Wenn ich euch trotzdem noch was beibringen konnte oder euch einfach das Video allgemein gefallen hat, zeigt mir das gerne noch mit einem Like. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne noch ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder bei der nächsten Folge. Ja, bald sind die Placements schon vorbei und dann bin ich gespannt, wie lange das Ganze hier dauern wird, bis wir Grandmaster erreichen. Also, habt eine wunderschöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.